Um diese Ungleichung zu lösen, machen wir zum Beispiel links alles gleichnamig und rechts verteilen wir 2/5 auf diese Klammer. Somit erhalten wir also 3x plus 9 plus 14 geteilt durch 6, größer gleich 2x plus 2 geteilt durch 5. Diese 5, die hier rechts teilt, setzen wir links rüber, wo sie multiplizieren wird, und bei dieser Multiplikation wird das Zeichen der Ungleichheit beibehalten, weil 5 ja streng positiv ist. Dasselbe machen wir mit dieser 6. Wir setzen sie rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Und da diese 6, die dann rechts multipliziert, streng positiv ist, bleibt auch da dieses Zeichen der Ungleichheit. Und somit erhalten wir also 5 mal diese Summe, das heißt 5 mal 3x plus 23, größer gleich 6 mal diese Summe, also 6 mal 2x plus 2. Jetzt verteilen wir diese 5 sowie auch diese 6. Hopp, ist gemacht. Jetzt setzen wir alle x-Terme nach links und die anderen nach rechts. Also steht links 15x minus 12x, das heißt 3x. Und rechts von dem Zeichen steht 12 minus 115, also minus 103. Jetzt brauchen wir nur noch durch diese 3 zu teilen. Und da diese 3, die ja teilt, streng positiv ist, bleibt auch hier das Zeichen der Ungleichheit erhalten. Und somit finden wir, dass x größer gleich minus 103 Drittel sein muss. Um die Lösungsmenge zu schreiben, kann man sich dieser Zeichnung bedienen. Wir zeichnen den Zahlenstrahl von links nach rechts orientiert. Das bedeutet, irgendwo ganz links ist minus unendlich, irgendwo ganz rechts ist plus unendlich. Diese Zahl minus 103 Drittel findet irgendwo ihren Platz. Und hier wurde sie sofort grün eingezeichnet, denn x darf ja gleich zu dieser Zahl sein. Alle anderen Lösungen der Ungleichung sind größer als diese Zahl, werden also hier rechts von diesem grünen Punkt eingezeichnet. Rechts von dem grünen Punkt sind lauter grüne Lösungen, also links von dem grünen Punkt sind lauter Zahlen, die nicht Lösung sind. Jetzt lesen wir hier die Lösungsmenge ab, und zwar von links nach rechts, beginnend also bei minus 103 Drittel, in grün also eingeschlossen, und dann geht es immer weiter nach rechts bis plus unendlich. Plus unendlich wird aber ausgeschlossen. Eine Unendlichkeit ist immer ausgeschlossen. Man kann sie ja nie erreichen. Und so ist diese Übung schon beendet.